Na, das sieht doch wieder gut aus. Welsangeln hier an der Achtuber. Wir sind quasi direkt hier an der Fabrik. Einer der ganz alten, klassischen Spots auf Wels. Und es sieht schon richtig gut aus. Ja, Kakashi hat hier schön Wels rausgezogen und auch einen nicen Beitrag im Discord gepostet. Übrigens Link zum Discord direkt unterm Video. Und ja, da hat er auch die Trophy gefangen. Also hier an der Stelle Wels Trophy, natürlich mit über 100 Kilo. Und ja, ich habe mir gedacht, komm einen. Probier doch mal wieder auf Wels, fehlt mir ja eh. Und das Schöne ist, an dieser Stelle haben wir nicht mal so viel Platz. Also es ist ein ganz kleiner Spot und das hat den Vorteil, dass ich hier mit dem Setup, was ich gerade verwende, mit dem ich nicht so weit rauskomme, doch an der Stelle wiederum richtig gut klarkomme. Also, das funktioniert gerade recht gut. Ich werfe nochmal eben wieder aus. Energie ist wieder voll aufgeladen. Das heißt, ich komme jetzt gleich richtig schön weit raus. Ja, hätte vielleicht noch ein bisschen weiter gehen können. Absinken lassen, dass wir so vielleicht so auf knappe 20 Meter noch weit rauskommen. Schnur läuft noch runter. Perfekt. 20 bis 25 Meter schaffe ich gerade. Mehr mit dem Setup leider nicht. Und dann eben hier einstellen auf langsam. Beziehungsweise eine ganz normale Einholgeschwindigkeit und dann eben eine Umdrehung hier nur. Tempo 50 habe ich hier gerade drin, immer nur eine Umdrehung, zack, bisschen Pause lassen und dann sind gerade schon die ersten Brocken reingegangen. Mehrere große Brocken. Wir gucken gleich natürlich schon mal in den Kescher. Die erste Hälfte der Nacht ist quasi schon rum. Und wenn es gleich in den Morgenstunden vielleicht sogar noch was Großes reingeht, wäre nicht so verkehrt, nehme ich gerne mit. Ich bin ready für den Monster-Drill. Nehme ich gerne alle mit. Wie gesagt, immer so ein bisschen auch länger Pause lassen. Die Jig-Führung ist hier stabil, das läuft. Einfach ganz entspannt hier durchjiggen. Jetzt ist sie gerade weg. Na, sind wir jetzt ganz durch? Schwebt der Köder schon? Ich glaube noch nicht, nee. Müsste eigentlich noch auf dem Grund liegen. Ich versuche noch mal ein, zweimal. Aber ansonsten direkt wieder auswerfen. Und durchziehen. Die letzten Würfe waren eigentlich alle auch direkt ein Biss. Klar, auch ab und zu mal irgendwas ganz Kleines dabei. Was so gerade mal... Na, das ist doch gut. Was so gerade vielleicht mal 3 Kilo hatte. Aber eben auch ein paar Brocken hier, die halt schon mal schwer waren. Also mit 34 Kilo, 12 Kilo, 70 Kilo, 3 Kilo, 50 Kilo. Es schwankt ziemlich hart auf ja, den gleichen Köder hier. Aber das ist doch nice. Egal was, ich nehme sie alle mit. Ich nehme sie alle mit. So, ich mache nochmal hier auf. Und jetzt locker durchziehen. Gucken, dass wir hier jetzt in den Jig reinkommen. Na, muss ich nochmal in die Richtung hier vielleicht. Eine Drehung. Doch, jetzt bin ich doch drin. So. Immer dieser Vorführeffekt. Aber jetzt scheint es doch wieder zu gehen. Genau. Und jetzt, wie gesagt, einfach locker durchziehen und gucken, dass man eben hier, ja, im Jig bleibt. Ich wollte erst hier mit der Turion hin, das war mein erster Gedanke, damit man eben weiter auswerfen kann. Einfach die große Turion und das Ganze eben dann eben auch hier mit dem Ultima Setup und dass man damit dann eben die Brocken rauszieht. Klar, man könnte natürlich auch mit einem kleineren Setup hier rein, um auf Wels zu gehen. Aber wenn man doch hier die Chance hat auf die ganz großen Brocken, dann ja, mit dem größten, was man hat, mit dem schwersten, was man hat und Wels angeln. Ist halt nichts, was man mit einer ASV macht und mit der, keine Ahnung, mit der Kammermächter oder sowas. Das lohnt natürlich nicht, sondern wenn, dann mit dem schwersten und größten, was man hat. Ja, dann lohnt es sich natürlich auch silbermäßig. Sind wir hier schon wieder? Ich ziehe nochmal wieder nah dran. Wir gucken mal gerade auf die Map und ich korrigiere vielleicht auch gerade nochmal die Wurfrichtung. Da oben sind wir.
die Stelle und ich werfe so. Genau, in die Richtung. Das ist schon richtig. Und gib ihm. Jawohl. So. Bis auf 20 Meter. 5 Meter jetzt noch weiter bis zum Absinken ungefähr. Jawohl. Und jetzt nochmal ein bisschen mit Konzentration, dass es hier auch funktioniert. So. Ist auf Spannung das Ganze. Und jetzt eine Drehung. Und da haben wir es. Eine Drehung. Genau. Ja, da muss man schon ein bisschen bei der Sache sein und auch gucken, dass man da immer den richtigen Rhythmus drin hat. Am besten immer den konstanten, den gleichen Rhythmus. Und da geht er rein. Na guck. Aber nicht ganz so groß. Trotz allem, ich schalte einfach um in den Kraftgang. Das ist halt jetzt der Riesenvorteil bei den Konventionalrollen mit den zwei Gängen. Also einmal der Tempogang. Mit der größeren Übersetzung hier in dem Fall 4:1 und danach in den Kraftgang 1:1,7:1 oder sowas hat das hier. Genau, 1:7:1. Das heißt, eine Umdrehung hier sind 1,7 Umdrehungen auf der Spule. Und wenn man im Tempogang ist, dann hat man eine Umdrehung. Zack, das passt doch. Eine Umdrehung, die man so macht und das sind dann 4 auf der Spule und ja, dementsprechend hat man dann eben den Tempogang, den Speedgang oder eben den Kraftgang. So, schnell wieder raus hier, absinken lassen. Wir haben 4 Uhr morgens, ich denke mal so bis 8 Uhr ungefähr könnte es noch ganz gut hier funktionieren, aber jetzt wieder konzentrieren. Bremse ist noch offen, das ist gut, der war gerade nicht so schwer. Eine Umdrehung machen und jetzt hier wieder schön konzentrieren. Eine Drehung. Ich bin gespannt. Also jetzt gerade der mit 70 Kilo, der war okay. Also der ging, ich musste nicht mal die Bremse aufmachen oder sowas. Wir gucken uns natürlich auch gleich das Setup nochmal im Detail an. Aber mit 70 Kilo konnte ich so ganz gut reinkurbeln. Na klar hatte ich natürlich immer den Blick drauf. Und er ging auch so ganz leicht, ganz kurz einmal in den leicht roten Bereich. Aber ansonsten blieb er die ganze Zeit knapp unter Rot sozusagen. Und dementsprechend denke ich auch, zack, der nächste, dass dann die größeren Brocken hier auch durchaus recht leicht reinzukurbeln sind. So, gehen wir wieder auf den Kraftgang und ziehen dann damit einfach rein. Das Ganze wird, wie gesagt, mit der Stationärrolle natürlich anders aussehen. Es würde länger brauchen, aber auch funktionieren. Also auch das klappt natürlich. Ob selbst, ne? Also es wurden jahrelang die Wälse mit dieser Route in Verbindung, also mit der Spinning-Variante, in Verbindung mit der Wenger gefangen. Also auch das absolut machbar. Was mich natürlich jetzt nochmal interessiert, ist dann natürlich auch nochmal der Geldfaktor. Das wird natürlich auch nochmal super spannend. So, nochmal wieder raus. Bin ich da richtig? Ja, passt auch noch immer. Schön absinken lassen das Ganze. So, unten angekommen. Tempo ist immer noch auf Maximum. Eine Drehung. Auch jetzt nicht mit Shift oder sowas, sondern Tempo 50 normal habe ich jetzt hier. Eine Drehung und los. Wobei das mit dem Tempo auch wieder so eine Sache ist, das muss man vielleicht auch ein bisschen rumprobieren. Und für sein eigenes Setup einfach ausprobieren. Wenn ich mir jetzt überlege, ich wäre mit der 30er Tourion hier, ist natürlich Tempo 50 eine ganz andere Geschichte als mit dieser Rolle. Dementsprechend müsste ich da wahrscheinlich deutlich, ja, doch schon langsamer reingehen. Na, kommen wir noch in den Jig? Noch nicht. Jetzt aber, komm. Auch noch nicht. Jetzt sind wir drin. Das ist halt immer der Punkt. Ne? Man muss halt gucken, dass das funktioniert. Und deswegen auch gerne ein bisschen früher hier hinfahren. Also ich war gegen 16 Uhr war ich schon ready und war am Spot und habe auch schon rumprobiert. 16 Uhr, 17, 18, da kann man noch schön 2-3 Ingame-Stunden rumprobieren, wie man denn am besten mit dem Setup, was man gerade hat,
in die Jig-Führung reinkommt. Das ist halt das A und O. Eine konstante Jig-Führung, am besten über mehrere Meter natürlich, richtig schön durchgezogen. Und dann funzt das eben auch, dass man dann eben auch regelmäßig hier die Einschläge bekommt. Und auch dann natürlich auch Geduld behalten, Geduld haben, denn ja, auch gegen Ende, ne, wenn man mal so ganz knapp hier durchgezogen hat, einfach auch mal ein bisschen länger warten. Es können immer mal wieder auch die Einschläge kurz vor Ende kommen. 2 Stück hatte ich jetzt hier kurz vor Ende, deswegen ich ziehe auch bis zum Ende hier durch. Ganz knappes Dingen. Vielleicht ballert gleich noch einer rein. Selbst der 70er, der war kurz hier vor Ende. So, auch so ein Ding natürlich mit dem Boot. Auch das ist nochmal wichtig. Oh, ich war langsam unterwegs, siehst du? Ich habe mich gerade schon gewundert. Ich war langsam unterwegs. So oft habe ich doch bei den letzten Malen gar nicht gejiggt. Ah, so, warte. Jetzt ziehe ich aber nochmal durch. Wir haben gleich 6 Uhr. Also, einmal noch raus damit. Ah, knapp ungefähr die Entfernung hinbekommen. Das ist natürlich wichtig. Schnell wieder auf den Speedgang. Das Jiggen hat auf langsam auch funktioniert, aber da sind die Hüpfer natürlich ganz, ganz, ganz klein, weil ich ja nur eine Umdrehung hier mache. So, jetzt haben wir Spannung. Und jetzt eine Umdrehung. Zack. Der Griff ist wieder oben und dann sind wir auch sofort im Jig. Na siehste. Und dann ist auch das Jiggen deutlich einfacher. Eieieiei. Naja, passiert. So, aber siehst du, jetzt geht das doch. Gar nicht mehr so viel Theater hier mit der Jig-Führung, wenn man eine vernünftige Geschwindigkeit hat und dann konstant immer im gleichen Rhythmus das macht. Einfach irgendwann auch so vom Gefühl her. Oder anfangs einfach durchzählen. 21, 22, 23. Schön auf entspannt. So. Komm, einen würde ich noch mitnehmen hier. Einen dicken Brocken. Hätte ich ja schon noch Bock drauf, ne? Ich meine, 7 Wälse jetzt hier, das ist schon mal nicht so schlecht. 24 Minuten. Das kann sich tatsächlich schon sehen lassen. Ich glaube, hier vorne komme ich gerade nicht mehr rein in den Jig. Ne, leider nicht. Leider nicht. Also, werfen wir noch einmal aus. Zack, jawohl. Nochmal richtig schön weit raus. 20 Meter. Ich glaube, so ganz ewig weit muss man eben auch nicht. Apropos, ich habe hier ungefähr schon, also mit der Schnauze nach vorne, mit dem Boot, nach vorne, rückwärts fahren, hier ungefähr schon den Anker geschmissen und dann treibt das Ganze immer noch ein ganzes Stück. Oder hier war es vielleicht. Also, wie gesagt, mit der Schnauze nach vorne, die Strömung geht hier so runter. Bedeutet also, rückwärts fahren, der Anker ist vorne am Boot und dann den Anker werfen und dann treibt man mit der langen Ankerkette immer noch ein ganzes Stückchen weiter. Und dann, wenn es erstmal Ruck gemacht hat, dann gibt es so einen kleinen Ruck und dann ist man richtig drin im Anker sozusagen. Dann steht man auch erst, dann auch erst anfangen mit dem Jiggen, weil vorher jedes Mal, wenn man noch beim Treiben ist und wenn sich das Boot noch bewegt, oder wenn man halt mit dem Anker oder mit dem Boot in der verkehrten Richtung gefahren ist, dann dreht sich das Boot erst noch einmal komplett. Ja, yeah, sehr schön. Dann hat man da halt nichts von. Ne? Dann jedes Mal, wenn man da versucht. Na? Oh mein Gott. Das ist nice. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Oh yeah, baby. Erster Eindruck. Mehr als der mit 70 Kilo. Oh ja. Oh ja.
Der mit 70 Kilo war die ganze Zeit so in dem Bereich. Einmal nur ganz kurz im Roten. Der hat mehr Power. Yeah. Ich halte gerade nur. Nur halten, nichts machen, nicht kurbeln. Er hängt komplett gerade drinne. Der Finger ist auf dem Mausrad. Das war close. Way, das war close. Oh. Alter. Das war close. Wir müssen ein bisschen bremsen. Ähnlich wie beim Nordfischangeln. Nordmeerangeln. Okay, der hat Bock. Der hat Bock. Der hat richtig Bock. Alter, war das close. Bremsen, immer wieder ein bisschen ausbremsen. Dass er eben nicht machen kann, was er will. Das heißt, immer wenn er abhaut, dann wird er auch so ein bisschen ausgebremst. Alter Faller, ich vermute, dass der richtig groß ist. Ich will den haben. Ich will diesen Fisch. Ich will diesen Fisch. Ich lasse ihn jetzt erstmal ein bisschen fighten. Ich lasse ihn erstmal machen. Mir ist das gerade ziemlich wurscht. Der kann erstmal machen. Auch wenn er gleich ein bisschen, wenn er hier gerade ein bisschen Bremse nimmt oder ein bisschen Verschleiß nimmt. Kann er alles gerne machen. Ist mir alles komplett wurscht. Das könnte ein großer Brocken sein. Weißt du was, ich lasse ihn auch erstmal nochmal ein bisschen gehen hier. Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wait a minute. So, 95 Meter hat er genommen. Jetzt ist die Überlegung, wie machen wir das am besten. Haut gerade nach da hinten hin ab, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, das ist schon mal gut. Ich glaube, erstmal setze ich mich hin. Und ich glaube, ich löse den Anker. Habe ich das Ding? Oh, Kurbel, Kurbel, Kurbel. Komm, 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 komm. Ich löse gleich den Anker. Mal eben gucken. Er ist auf H1, das ist gut. So. Okay, Anker ist gelichtet. Anker ist rausgezogen. Und jetzt treibe ich ja in seine Richtung. Das heißt, ich kann jetzt hier mit dem schnellen Einkurbelgang gleich immer ein bisschen ranziehen. Haben wir das, haben wir das, haben wir das. Haben wir alles. So, und jetzt einfach auf konstant. Alter. Oh, der macht Kopfschläge. Heftige Kopfschläge. Alter. Mann, Mann, Mann. 130 Meter schon. 130 Meter hat er schon. Aber noch ist alles gut. Ich hock auf dem Boot. Alles ist schön. Eieieiei. Und das zur späten Stunde. Also wir treiben immer näher. Er rennt jetzt gleich da hinten in die Ecke.
Und dann bleibt er hoffentlich da grob in der Ecke. Das Schöne ist, ich kann gleich, könnte theoretisch gleich einfach hinfahren mit dem Trollinggang. Alles ist gut. Aufpassen. So. Alter. Heftige Kopfschläge. Was ist der so schnell, Alter? Was ist der so schnell? Nicht, dass das ein Stör ist, oder was? Habe ich einen Stör hier auf dem... auf dem Gummijig oder was? Oder hat er einfach so viel Power? Alter. 5 Nuller Haken. Ei. Ich wollte doch nur entspannt angeln, ey. Ich wollte doch nur entspannt ein bisschen angeln. Und da passiert mir ein auf den hier. Hör doch mal auf. Komm. Alter. Guck dir das mal an. Die Spannungsverluste, wie krass das ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den im Trollinggang... ob ich den dann so schnell einkurbeln kann. Das wird ja jetzt schon schwierig. Aber es kann sein, dass ich gleich anmachen muss. Ja, ich werde jetzt mal abstellen und mache den Trollinggang an. Also abstellen. Trollinggang an auf J. Und jetzt wird dahin gefahren. Jetzt fahren wir dahin und jetzt muss gekurbelt werden, was das Zeug hält. So, komm ran hier. Und gib ihm. Alter Falter. Kurbel, Algen. Kurbel. Jetzt machen wir schön ein paar Meter hier. Kurbel. Kurbel dir einen ab. Go. So. Hammer, harte. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, bisher mein größter Weltsfight. Ja. Wobei, na, ich glaube, der größte war bisher auf dem 24-Kilo-Setup mit über 80 Kilo. Das war, glaube ich, der längere oder der heftigere Fight. Jetzt ist zumindest das Setup ebenbürtig. Also ein Setup, was auch dafür gedacht ist, dass man dann mal die richtig dicken Wälse zieht. Dann macht das ja auch Bock. Dann weiß man auch, alles klar, mit dem Setup macht er so viel Theater, der könnte richtig, richtig schwer werden. So, ich fahre immer noch konstant hin, das ist gut. Entfernung ist gut. Einholgeschwindigkeit, alles richtig, alles tutti. Spannung ist immer noch da, wenn auch immer mal wieder ganz kurz weg. Ich hoffe, dass das noch passt alles und dass der 5-0er-Haken ihm ordentlich im Gesicht hängt. So, ich muss leider die Rute immer so ein bisschen in den Blank hier, die Schnur reindrücken richtig, dass die Spannung auch in den Blank reingeht und alles. Ich sehe gar nicht so wirklich viel, wo ich hinfahre. So, soweit, so gut. Jetzt will ich natürlich hier im inneren Bereich sein und bleiben. Und dann versuchen, dass ich hier am Schilf rechts stehen bleibe
und ihn dann in der Kurve links jetzt gleich müde drille. So, go, go. Wow, 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 mach keinen Scheiß hier. So, 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 so weit, so gut, so weit, so gut, so weit, so gut. Und Anker. Hand nicht frei. Anker. Eins. Puh. Okay, gleich stehen wir hier. Ah, schon fast zu weit gewesen. Verdammt. Schon fast zu weit. Ich hätte weiter oben stehen müssen. Ich versuche mal jetzt weiter nach da zu drehen. Zur Not kann ich halt immer noch aufmachen, ne? Aber wir stehen jetzt mit der Strömung. Das bedeutet, wenn der jetzt gleich müde wird, irgendwann mal wird er hoffentlich müde, dann kann ich ihn mit der Strömung natürlich leichter hierher ziehen. Ich lasse den Motor auch erstmal noch an. Ich stehe nicht auf. Alles soweit okay. So, immer so ein bisschen ärgern den Fisch. Gerade dann, wenn er ziehen will, wenn er abhauen will, zumachen, sagen nein, soweit und nicht weiter. Müde machen durch diese Bremsaktion. Das ist quasi eine... Eieiei. Eine Technik, das wurde quasi auch von RF4 schon gesagt, damals gesagt, als das Nordmeer neu war. Da wurde das gesagt, wenn man so einen Riesenfisch dran hat, man muss den bremsen, man muss sagen Stopp, man muss ihn mal zwischendurch ausbremsen, damit er aus seinem Flow die ganze Zeit abzuhauen, dass er da so ein bisschen rausgerissen wird. Ich meine, das Schöne ist, jetzt ist er hier in der Kurve. Er hat halt hier jetzt gerade nicht wirklich viele Möglichkeiten. Aber ich muss halt jetzt die ganze Zeit darauf achten, dass eben hier die Spannung aufrecht bleibt. Und da habe ich mit dieser doch recht langsamen Rolle, ist es schon knapp. Deswegen auch die ganze Zeit in den Blank reindrücken, zur Not noch die rechte Maustaste drücken, damit man möglichst die ganze Zeit die Spannung halt unten in der Action Bar drin hat. Und ich ziehe natürlich jetzt die ganze Zeit nach links rüber, in der Hoffnung, dass er nach rechts weiter abhaut, ne? Also ich ziehe jetzt die ganze Zeit links rüber. Ich bin eigentlich schon fast zu weit. Ein bisschen weiter oben wäre besser jetzt gewesen. Aber damit er jetzt gleich nicht noch weiter nach links oben wieder zurück abhaut, ziehe ich nach links, damit er vielleicht eher nach rechts abhaut. Ich hoffe, dass das verständlich war. Weil er ja immer vor einem flieht. Und soweit sieht es gut aus. Er ist ziemlich weit an der rechten Seite. Das sieht doch ganz gut aus. So, komm, komm, komm. Ja, das sieht ganz gut aus. Er schwimmt da hin und her. Sehr gut. Ja, Geduld. Geduld, Geduld, Geduld. Ich will es nicht übertreiben. Wahrscheinlich wäre das vormittags nach schön zwei Tassen Kaffee und so, wäre das wahrscheinlich ein bisschen was anderes. Aber nach einem langen Tag, wenn die Reaktion vielleicht doch schon ein bisschen nachgelassen hat, dann gehe ich doch lieber ein bisschen auf Nummer sicher und spiele da nicht so viel mit der geschlossenen Bremse. Na komm. Ich meine, so viel kann ich gerade gar nicht machen, ne? Muss gleich gucken, dass ich die Bootstickets habe. Dass ich die aktuell wieder reinmache. Er ist noch aktiv.
denke mal noch so 10 Minuten ungefähr. Und dann gleich nochmal ein bisschen probieren, ihn ein bisschen mehr ranzuziehen. Oder halt die Spielerei machen tatsächlich mit dem Kraftgang. Aber solange der noch solche Kopfschläge macht, solange der noch solche Aktionen reißt, zum einen ist die Chance zu groß, dass er mit dem, wenn ich im langsamen Gang bin und er macht solche Kopfschläge, dass ich dann einfach zu lange Spannungsverlust habe. Das will ich halt auch nicht. Guck mal, der ist schon fast neben mir her. Sehr gut. Du kannst auch direkt zu mir schwimmen. Ich habe den Kescher bereit, Algen. Wow. Er ist nach wie vor in Action. Er hat noch die Power. Wow. Was geht ab? Was geht denn ab? Na komm. Ja, komm doch. Okay. Aber er wird ein bisschen träger. Es wird weniger von den Kopfschlägen. Und er hängt natürlich jetzt in dieser Kurve hier drin, ne? Ja. Hauptsache, er zieht nicht zu weit nach da oben. Das wäre schlecht. Meter sind es nur noch. Das ist gar nicht mehr so viel. Aber wie gesagt, kein Stress damit. Kein Stress mit so einem Fisch. Sowas beißt halt auch nicht ständig. Ne? Da muss man einfach vorsichtig mit umgehen. Na, jetzt geht er noch weiter nach oben. Das ist ein bisschen uncool. Oha. Er hat noch die Power. Er hat einfach noch die Power, wenn er will. Oha. Alter Falter. 136 Kilo Vorfach. 136 Kilo Vorfach. Das Problem hier an der Actionbar oder der Knackpunkt an der Actionbar ist nicht die Rolle. Es ist natürlich klar, das Vorfach. Ich bin knapp unter der Tragkraft der Rute. Ich glaube, 142 hatte die Rute. 20 Meter. So weit, so gut. Ich bin ganz zufrieden bisher. Ganz gute Ecke jetzt hier. Ich würde auch fast gleich nochmal den Anker werfen. Aber, oh, Bootsticket läuft aus. Bootsticket läuft weiter. Beim Störangeln, beim Welsangeln niemals mit nur einem Bootsticket. Ich schmeiß den Anker jetzt. Anker ist. Ich treibe jetzt noch ein bisschen weiter. 20 Meter haben wir hier. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, Alter. Und zum Glück ist es ja ein großes Setup, was ich hier habe. Überleg mal, du wärst hier mit einem kleineren Setup. Ich meine, ein Riesenvorteil hier jetzt bei der Geschichte mit der Turion wäre schnelleres Einkurbeln. Diese ganzen Kopfschläge deutlich schneller ausgleichen durch superschnelles Einkurbeln. Das wäre natürlich der Vorteil. Nachteil,
Ja, das mit dem Bremsen oder mal eben zumachen, das bremst und wirkt natürlich nicht so sehr, ne? Hier sind es ja dann doch irgendwie immer mal wieder diese 136 Kilo, die hier wirken. Puh. 45 Meter. Muss gleich gucken, wie ich das am besten mache. Ich muss wieder wenden. Gegebenenfalls dran vorbeifahren nochmal. Alter Falter, ey. Ja, zur Not muss ich ihn einfach in die andere Richtung nochmal schicken, ne? Dran vorbeifahren und direkt genau den ganzen Weg nochmal zurück. Nächste Störkurve. Spätestens da. Jetzt ist hier die kleine Störkurve. Danach kommt die große Störkurve. Spätestens in der Kurve muss ich ihn dann einmal überholen und wieder in die andere Richtung schicken. Komplett einmal gegen die Strömung. Man könnte ja hier auch schon versuchen. Wobei das mit der Insel hier ein bisschen blöd ist. Aber theoretisch ist es hier zumindest breit genug, dass ich wenden kann. Vielleicht nicht so verkehrt, ey. Okay. Es scheint der heftigste Drill so langsam zu Ende zu gehen. Bremse 29. Mein Finger bewegt sich noch. Ah, je doller man drillen muss, desto doller muss man pressen. Aber es scheint zu klappen. So langsam kommt der Brocken an. 40 Meter Entfernung hatte ich gerade noch. Jetzt sind es nur noch 20 Meter und er scheint tatsächlich hier langsam anzukommen. Immer mal wieder kurz die Bremse zu. Und ich hoffe, er kommt jetzt hier wirklich an und ich kann hier einfach gleich den Kescher zücken. Ich bin so dermaßen gespannt, was das ist. Ist das der Hammer? Mein bisher heftigster Drill auf diesem Setup im Süßwasserbereich, im Jig-Bereich. Wobei ich muss sagen, der Drill damals bei der Kaspischen Forelle, Kaspische Forellen Trophy, das war auch richtig heftig. Aber da war das Setup auch noch nicht so gut. Und jetzt auf diesem Setup, übertrieben gutes Setup, absolut übertrieben gutes Setup, dafür ein absolut heftiger Drill. Heftig. Was sagt die Zeit jetzt? Eine Stunde 38. Oh. Eine Stunde 38 geht. Puh. Nächstes Bootsticket. Kann das sein? Geht die Aufnahme, ja. Kann sein. Eine Stunde 38 geht die Aufnahme. Der Drill, Stunde 20. Alter. 10 Meter. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich ändere auch gerade nichts. Ich könnte umstellen auf einen anderen Getriebegang jetzt. Ich ziehe jetzt konstant so durch, denn er kommt jetzt gerade konstant näher. Einfach weiter durchziehen. Einfach machen. Ich war zwischendurch tatsächlich, ich habe auf der Shift-Taste was eingeklemmt, automatisches Einkurbeln natürlich aktiviert, um einfach mal die Hand auch wieder zu lockern, nach dieser ganzen Anspannung. Dann, wie gesagt, auf Shift was eingekurbelt und ich habe ihn die ganze Zeit da oben in der Ecke, also rechts neben den Bäumen, da oben in der Ecke, die ganze Zeit quasi nur gehalten, automatisch eingekurbelt. Er ist nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Hat sich da quasi verfangen, konnte nicht wirklich raus. Ja, und dann hat es jetzt tatsächlich,
ja, fast nochmal 20, 30 Minuten jetzt gebraucht, bis er jetzt in diesem Fix- und Fertig-Stadium ist. Alter Falter, ich hätte gerade fast... Ich hatte die Bremse zu. Alter, aufpassen jetzt hier auf die letzten Meter. Da kommt er. Da sehen wir schon was. Das ist definitiv kein Wels. Da ist er. Ein großer Beluga. Ich werd ja weich. Ich werd ja weich. Guck dir... Und er... Oh mein Gott! Oh mein Gott. Ich werd fix und fertig, Alter. Ich werd ja weich. Ich werd ja weich! What the fuck? Ich muss den so ein bisschen rüberziehen. Wir haben keinerlei Meter mehr. Das heißt, ich kann jetzt nur noch ziehen. Er ist fertig. Er ist absolut fertig. Komm ich schon dran? Halt, 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 halt. Komm ich schon dran? Jetzt. Jetzt kommt der Kescher. Komm, 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 komm. Alter Fall. Leider kein Wels. 147 Kilo Beluga-Stör. Was für ein Monster. 147. Ich glaube, das ist hier die Originalgröße. So passt das ungefähr. So groß war der gerade. Ist das ein Hammerding. Auf Jig. Und jetzt gucken wir natürlich nochmal das Setup an. Alter. Auf Jig. 136 Kilo Vorfach. 145er Schnur. Alter Falter. Rollenbremse. Minimal. Da sag mal einer. Die Borealika-Alten, ne? Borealika, sensationell, sensationell von den Verschleißwerten. Sensationell. Ist das der Hammer. 5-0er Haken. Alter Falter. So. Es ist zwar jetzt gerade die richtige Uhrzeit, um wieder auf Wels zu gehen, aber ich brauche jetzt definitiv eine Pause. Und ich gucke natürlich jetzt als erstes in den Shop, was das Ganze denn jetzt gebracht hat. Ja, das ist der absolute Hammer. Der absolute Hammer. 8 Fische. Aber eigentlich ja als Ziel, wie gesagt, der Wels. Und der Wels war auch eigentlich richtig, richtig, richtig gut. Das hier war der Wels. Eine Nacht auf Wels. 500 Silber für eine Nacht auf Wels. Super Dinge. Richtig, richtig nice. 22 Kilo, 18 Kilo, 50 Kilo, 12, 34, 70 Kilo. Fantastisch. Und dann ballert mir ein 150 Kilo Fisch rein. Beluga-Stör beim Welsangeln. Bringt 600 Tacken. Ist doch schon mal nicht schlecht. Nehme ich doch gerne mit. Mein bisher größter Beluga. 1100 Tacken. Ja, eine Stunde Drill, ne? Alter Vater, anderthalb Stunden Drill. Kann das sein? Kommt ungefähr hin. Abgefahren. Puh. So, geschafft, verkauft. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live auf YouTube und auf Twitch ab 19 Uhr. Petri.